Okay, ich nehme mal wieder kurz die Abkürzung. Und ja, würde ich mal sagen, auch wenn ich, wie gesagt, fest davon überzeugt war, dass ich viel mehr rote Blumen letztens gesammelt hatte. Ist schon komisch jetzt. Naja, auf jeden Fall machen wir mal roten Farbstoff hier draußen ein bisschen. Gucken, wie viel wir brauchen, dass wir dann mal wieder ein bisschen an unserem Kiel herummontieren können. Warte mal, du zurück. 2, 3, 4. Und Kies ebenfalls 4. So, mal gucken, wie weit wir damit springen hier. Das war mein Magen. Dich. Ja. Vielleicht reicht's, vielleicht nicht. Ach, ich verarbeite das jetzt erstmal hier, nützt ja nichts. So, zack. Warte mal. Zack, 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 zack. Es klappt wieder. Meine Aufteilung hier, es klappt super. So. Ja gut, komm. Oder hatte ich... Ach, tatsächlich. Ach Gott, tatsächlich. Ja, ich habe das als Farbstoff gemacht und nicht als... Naja, okay, hätte ich mir sparen können. Toll. Ja, toll. Okay, na gut. Machen wir wieder weiter. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Ein bisschen Trockenbeton kloppen. Weil wir müssen ja noch unser Schiff fertig bauen. Ach so, scheiße. Ich bin noch im Secondhand-Modus und dann haut es mir natürlich die ganze Zeit die Fackeln um den Kadaver. So, na gut. Wird mal wieder eine langweilige Folge, weil wir müssen mal wieder ein bisschen Beton herstellen, ein bisschen roten. Aber was soll es? Müssen wir ja auch mal wieder machen. Nachdem wir jetzt so viele Folgen wieder Spannung und Action hatten, wird es mal wieder ein bisschen langweilig. Und dann können wir wieder ein bisschen an unserem Schiff rumkleistern. Denn das haben wir ja auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Wenn das Schiff dann wieder ein bisschen in eine Phase geht, wo man dann auch mal wieder richtig erkennt, dass es mal ein Schiff werden soll, ist auch was wert, weil dann wird es nämlich auch wieder interessant, wenn wir dann nicht nur immer das Gleiche machen, in dem Fall jetzt diesen Rumpf und diesen Kiel da aus rotem Beton bauen, sondern dann eben wirklich mal mit schwarzem Beton und dann mal irgendwann das Deck und auch die inneren ganzen Räumlichkeiten vom Schiff da auskleiden mit Holz und mit Mobiliar und mit Betten und weiß der Fuchs nicht was alles. Das wird dann auch wieder interessanter. Aber jetzt müssen wir leider Gottes mal ein bisschen Vorlieb nehmen noch hier mit diesem roten Beton. Von dem wir jetzt genug haben, aber der eben immer noch nicht reicht, um unser Schiffchen da nur ansatzweise am Kiel fertigzustellen. Naja. Da gehen noch ein paar Folgen ins Land, kann ich euch verraten. Und dann geht das mit dem schwarzen Beton nämlich genauso weiter. Ich meine, ein bisschen schwarzen Beton haben wir ja schon produziert. Wir haben auch noch genug schwarzen Farbstoff und sowas da. Wahrscheinlich wird es dann eher wieder am Kies scheitern. Obwohl wir in den letzten Folgen viel Kies geholt haben, wird der echt nicht reichen. Für so viel Beton, wie wir hier brauchen. Also erstmal Trockenbeton und dann der richtige Beton. Ach, ich mach mal so weiter hier. Also das wird jetzt leider Gottes nochmal ein, zwei Folgen in Anspruch nehmen hier. Roten Beton herzustellen und den Kiel dann irgendwann mal fertigzustellen und dann mit der schwarzen Farbe weiterzumachen. Jetzt habe ich da hinten gleich noch vor Schreck eins ausgelassen.
Weiß eben nicht, wie viel wir brauchen. Wir brauchen schon relativ viel, würde ich sagen. Ich muss den hier echt verarbeiten, den wir hier haben. Auch wenn es wieder dauern wird. Weiß gar nicht, gab es da nicht eine schnellere Methode? Haben wir das nicht irgendwie so hier gemacht? Ging auch schneller, oder? Also, wenn wir jetzt die ganze Zeit rückwärts laufen, das können wir dann mit den Hacken machen, aber jetzt noch nicht. So geht das doch irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Wir wollen jetzt hier keine 5 Folgen dafür jetzt opfern. Wenn wir so natürlich weitermachen, dann auf jeden Fall. Ja, ich sag's noch. Ach komm. Was soll's werden? Und was wir dann am Ende übrig haben, das können wir immer noch sparen für andere Zwecke. Hauptsache ist, dass ich wenigstens in dieser Session erstmal den Kiel vom Schiff fertig habe. Da irgendwie einen Grundriss habe. So geht's übrigens auch. Sind wir sogar noch schneller. Da sind wir sogar richtig schnell auf die Methode hier. Passt. Reicht eben noch nicht ganz. Ach so, Spitzhacken wollte gerade sagen, habe ich doch mitgenommen. Ne? So, ich mache erstmal ein bisschen weg. Ach, der eine, den hat es jetzt natürlich nicht befeuchtet, weil da kein Wasser rangekommen ist. Jetzt schon. So. Ich kann da nämlich nicht ganz an die Küste rangehen, hatte ich schon mal gesagt, weil sonst haut mir nämlich der Zuckerrohr dann ab. Weil da auch kein Wasser mehr rankommt. Das heißt, ich mache das jetzt mal auf die Art hier. Die letzten paar noch. So. Und jetzt können wir abtragen, was es abzutragen gibt. Das geht dann eigentlich auch relativ schnell wieder, auch wie gesagt, wenn es diese Folge in Anspruch nehmen wird und die nächste auch noch ein bisschen. So haben wir dann auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest genug roten Beton, um den Kiel des Schiffes fertigstellen zu können. Ich hoffe es zumindest nicht, dass wir dann nochmal. Also roten Farbstoff haben wir jetzt genug. Blumen jagen müssen wir erstmal nicht mehr. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber notfalls müssen wir immer noch ein bisschen Trockenbeton herstellen, weil der vielleicht noch nicht reichen wird hier. Aber ich gehe davon aus, weil wir hatten die gröbste Fläche von der Unterseite des Schiffes schon ausgefüllt und dann müssen wir ja überall nur ringsrum 2 Blöcke nach oben gehen. Ja gut, das wären auf jeden Fall nochmal. Ja. Also gut, 400-500 werden wir schon noch brauchen von dem Zeug. Locker. Ich meine, 1064er Stacks sind 46, das leuchtet ein. Das kleine 1x1. Wie viel werden wir jetzt hier rauskriegen? Ich glaube 5 oder 6. Also sind wir dann so bei 300-400. Das müsste vielleicht gerade reichen. Mal gucken. Mal gucken. Ich mache erstmal. Ich mache das erstmal alles weg, dann gehe ich rüber zum Kiel und dann versuche ich einfach mal weiterzubauen, soweit wie ich komme. Und notfalls müssen wir das eben noch mal ein paar Mal wiederholen. Schwarzen Beton auf jeden Fall haben wir erstmal genug. Aber der wird natürlich auch bei weitem noch nicht reichen, weil wie gesagt, das Schiff wird groß. Das Schiff wird sehr groß. Sieht man ja jetzt schon, ich habe gerade mal den Kiel unten fertig und das Ding ist schon fast so hoch wie unsere Hafenkante. Also wenn jetzt noch das Schwarze oben drüber kommt, dann übertrumpft das Ding erstmal unser Hafengebäude. Und wenn dann noch das Deck drauf fliegt und die Schornsteine, dann ist das am Ende fast so groß wie unser Turm. Bisschen übertrieben formuliert jetzt mal, aber es wird schon wirklich gigantisch werden. Das wird er sehen. Wenn es mal irgendwann fertig ist. Vielleicht in dieser Staffel noch. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, in der 780 ist es fertig. Wenn wir zwischendurch immer mal ein paar andere Scherze machen. Mal sehen.